Am Freitag fand im Rahmen des Snowdance Independent Film Festivals die Horrex-Nacht der Filmemacher statt. Ein sogenanntes Get-Together zwischen Filmemachern und Publikum. Die Premium-Motorradmarke Horrex ist ein wichtiger Sponsor des Festivals. Fire on Ice heißt diese Maschine. Das Modell wurde extra für Snowdance angefertigt. Das Edelmotorrad wird von der Landsberger Firma 3C Carbon gebaut. Für Firmenchef Carsten Jerschke eine gute Gelegenheit, seine Top-Marke und das Top-Film-Event zusammenzubringen. Eine gute Mischung sozusagen. Auch an diesem Abend Prominenz anwesend. Heiner Lauterbach und das Jurymitglied Axel Milberg hier im Gespräch mit dem Oberbürgermeister. Schauspieler von der neuen US-Indie-Serie Shoot Me Nicely. Die Produktion war auch ein Wettbewerbsbeitrag in der Rubrik Serie. Jetzt aber Vorhang auf und Bühne frei für die Horrex-Nacht der Filmemacher. Guten Abend, Landsberg. Gezeigt wurden Ausschnitte aus einigen Wettbewerbsfilmen. I Go Back Home, die Geschichte von Jimmy Scott. Die New York Times bezeichnet ihn als den größten, zu Unrecht ignorierten Jazzsänger des 19. Jahrhunderts. You talk about a stylus. That is a serious stylus. That's what the name came from, with Jimmy Scott. You go hear Jimmy Scott sing. Dann wurde es voll auf dem Sofa. Jurymitglieder und Macher der Filme zusammen bei einer interessanten Gesprächsrunde. Hier sind lauter Leute am Werke mit viel Idealismus und nachhaltig und über Jahre zum Teil, die daran gearbeitet haben, Träume zu verwirklichen und ungeheure Sachen hinzuzaubern. Und man sieht den Film nicht an, dass sie zum Beispiel, wie diese eine hier eben, 75.000 Euro gekostet hat und nicht mehr, an entlegenen Orten der Welt über Monate, manchmal Jahre eben gedreht, wie wir gerade gehört haben. Das ist toll, dass es hier in Landsberg dafür eine Plattform gibt. Ein schönes Fest und vielen Dank. Schönen auch. Abend. Ein schönes Fest gab es dann wirklich noch im Anschluss. Dresscode gehoben. Im Foyer konnte man zur Live-Musik bis in die frühen Morgenstunden feiern, tanzen, reden und sich noch einmal das Motorrad anschauen. Dropping it.